So. Na, doch mal sehen. Kenne ich, hatte ich schon. Diesmal. Was macht denn Lisbeth da? Moment mal. Was machen die da mit meinem Gesicht? Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Wahnsinnig, ich will Alexa Berg nur nicht ungeschoren davonkommen lassen. Du glaubst also wirklich, dass du sie zur Strecke bringen kannst? Diese Frau ist eine Gefahr für uns alle. Wenn ich sie nicht aus dem Verkehr ziehe, tut's niemand. Wenn du dir nicht sofort professionell helfen lässt, dann werde ich was unternehmen. Die Psychologin? Ich finde dich. Und das wird niemand verhindern. Wow, Caro. Das war echt eine gute Idee mit dem Grün. Das können wir direkt Tore und Rebecca zeigen. Ich habe Nein gesagt. Sowas habt ihr noch nicht, oder? Kannst du einmal tun, was ich sage? Wir veröffentlichen die Entwürfe unter dem Label Linie Giselle. Ich werde dabei als Designerin genannt? Wieso denn Sie? Giselle hat uns erzählt, dass die wesentlichen Ideen von ihr kamen. Respekt, Giselle, das war wirklich gute Arbeit. Danke. Aber das stimmt doch gar nicht. Was stimmt nicht? Dass die Ideen alle von Giselle sind. Das sind meine Entwürfe. Giselle hat nur ein paar Details dazu beigetragen. Und diese Details sind ausschlaggebend. Ich dachte, du siehst das genauso. Nein, das sehe ich überhaupt nicht genauso. Die ganze Vorarbeit, die stammt von mir. Du bist erst am Schluss mit deinen Ideen dazugekommen. Ja, und dadurch sind die Entwürfe zu dem geworden, was sie jetzt sind. Du warst vorher selber nicht zufrieden damit. Ja, das stimmt, aber... Ende der Diskussion. Giselle bekommt in der neuen Kollektion ihre eigene Linie. Die Entwürfe müssen aber noch mal überarbeitet werden, Giselle. Kein Ding. Also zum Beispiel das hier kann nicht umgesetzt werden. Ich fände es besser, wenn die Naht hier vorne... Nehmt es nicht so schwer, Schulz. Aber das sind meine Entwürfe mit meinen Ideen. Im Grunde genommen spielt es überhaupt keine Rolle, wer den größeren Anteil an den Entwürfen hat. Alles, was Sie bei LCL entwerfen, ist Eigentum von LCL. Steht mir im Arbeitsvertrag. Und wir benutzen das einfach bloß und veröffentlichen es unter dem Label Linie Giselle. Aber dann ohne mich. Ich bin's. Wie sieht's aus? Ist Alexa Berg in der Mongolei oder nicht? Hören Sie, wieso dauert das so lange? Als ich Sie engagiert habe, haben Sie mir versichert, dass Sie sie innerhalb von einer Woche finden. Jetzt sind's drei. Nein, ich habe aber keine Geduld mehr. Mir läuft die Zeit davon. Finden Sie die Frau. Egal, in welchem Loch du dich versteckt hast. Und während die Herren zur Jagd aufbrechen, werden die Damen eine Führung durch unsere Produktion unternehmen, sozusagen hinter die Kulissen von LCL schauen. Soll es dafür irgendwelche Snacks geben? Nein, nein, nur Getränke. Wir werden ja dann gegen Mittag im Schneiders speisen. Charlie, wie schön. Hast du die Menükarte dabei? Ja, ein Viergangmenü, eine vegetarische, eine vegane Variante. Hervorragend, sehr gut. Ja, ich denke, wir sind
für den morgigen Tag perfekt vorbereitet. Mhm. Ich möchte dir aber noch was anderes zeigen. Oh, entschuldige bitte. Ja, bitte. Frau van der Haag, ach, wie schön. Ja, wir sehen uns ja morgen. Oh. Oh, das tut mir aber leid. Ja, natürlich, da kann man nichts machen. Ja, dann wünsche ich Ihnen gute Besserung. Ja, wiederhören. Ach, das ist aber schade. Frau van der Haag hat gerade abgesagt. Kannst also eine Person weniger einplanen. Kein Problem. Was wolltest du mir zeigen? Oh. Nein. Das ist doch die Annonce aus dem City Guide über unser Dessous-Label. Mein Gott, die ist ja so groß, da brauche ich ja gar keine Brille. Ja, und weil es der gleiche Verlag ist wie der City Guide und so eine große Nachfrage nach dem Artikel war, haben sie es auch in der Grandezza gebracht. Charlie, das heißt ja bundesweit. Ja, wir müssen damit rechnen, dass wir jetzt in ganz Deutschland in Dessous zu sehen sind. Wow. Wow. Wer hätte das gedacht? Es ist auf jeden Fall die perfekte Werbung für euer Leben. Ja? Ja. Hallo Sebastian, Lust auf ein Spiel? Verrätst du mir, was du da machst? Ich versenk die 9. Oben links. Wann hast du deine erste Therapiesitzung? Hatte ich schon. Heute. Komisch. Justus meinte vorhin, dass du das Schloss heute noch gar nicht verlassen hast. Sehr merkwürdig. Dem entgeht aber auch nichts. Also? Eine Online-Sitzung. Wie bitte? Ja, was glaubst du denn? Man legt sich heutzutage noch auf eine Couch wie vor 100 Jahren. Das macht man am Computerbildschirm. Okay. Und was hat Frau Dr. Baumgärtner so gesagt? Nichts. Ich habe mir einen anderen Therapeuten gesucht. Ein Mann war mir lieber. Weil der dir vermutlich dazu geraten hat, dich erst mal bei einer Partie Billard zu erholen. Nein, der hat mir hauptsächlich zu Atemübungen und dergleichen geraten. Willst du mich verarschen? Das käme mir doch nie in den Sinn. Gut. Du hast also eine Online-Sitzung gehabt mit einem Traumatherapeuten, der dir dazu geraten hat, hier und da mal ein paar Atemübungen zu machen, ja? Ja. Und ich fühle mich auch schon viel besser. 8, bitte links. Was soll das? Der Schuss war perfekt. Ich will die Nummer von diesem Therapeuten. Er kann mir deine Geschichte ja bestimmt bestätigen. Caro? Wo bist du? Caro! Warum hast du das gemacht? Was denn? Na was wohl? Warum hast du gesagt, dass meine Entwürfe deine Idee waren? Das sind sie doch auch. Du glaubst das wirklich, was du da gerade gesagt hast? Ja. Wir haben das zusammen gemacht, aber die entscheidenden Einfälle waren von mir. Du hast nur ein paar kleine Ideen beigesteuert. Die Hauptarbeit, die habe ich gemacht. Du hast das gezeichnet. Aber wie schon gesagt, darum geht's doch jetzt hier nicht. Jetzt beruhig dich mal. Mensch, Caro, das ist doch auch egal, wer da jetzt was gemacht hat. Nein, ist es nicht, weil ich will schon mein ganzes Leben lang Designerin werden. Und jetzt kommst du und du willst es auf einmal auch. Ich hab dir gesagt, dass ich nicht für immer modeln kann. Aber du bist auch keine Designerin. Das sieht Tore anders. Kunststück, weil du meine Entwürfe als deine ausgegeben hast. Hör, warst du nicht so egoistisch? Ich bin nicht egoistisch. Mann, dann kapier ich nicht, warum du dich so aufregst. Ohne mich wärst du mit den Entwürfen immer noch nicht fertig. Willst du damit sagen, dass ich allein nicht gut genug bin, ja? Nein, das will ich nicht sagen. Aber du tust dich mit manchen Dingen immer schon schwerer. Du verzettelst dich so schnell. Dabei ist es ganz einfach, man muss es einfach nur machen. So wie du. Ja, so wie ich. Oder hättest du heute Mittag gedacht, dass wir eine eigene Koalition rausbringen? Nein. Tun wir aber. Und es ist gar nicht so schwer. Ja, aber sie wollen das unter deinem Namen rausbringen. Warum musst du darauf so rumreiten? Ohne mich würden wir die gar nicht rausbringen. Mensch, jetzt... Caro, beruhig dich doch bitte und lass uns reingehen. Vor ein paar Tagen noch, da wolltest du Firmengelder unterschlagen, um die kleine Berg jagen zu können. Du gibst Unsummen aus, um eine Privatarmee zu unterhalten. Und warum das alles?
Weil du besessen bist von deiner fixen Idee, dich an ihr zu rächen. Wohlgemerkt für das, was ihr Vater dir angetan hat. Mir geht es nicht um Rache. Diese Frau wollte mich umbringen. Sie hat unsere gesamte Familie bedroht. Ach, Ansgar, wie oft hatten wir das jetzt schon? Diese Frau wird mittlerweile mit internationalem Haftbefehl gesucht. Sie ist keine Gefahr mehr für uns. Ich weiß, es ist furchtbar. Aber du musst endlich anfangen, dich mit Evas Tod auseinanderzusetzen, damit du irgendwann damit abschließen kannst. Rache wird dir dabei nicht helfen. Ja, ich weiß. Ich hatte dich vor die Wahl gestellt. Und das nimmst du besser ernst. Entweder du holst dir Hilfe oder ich sorge dafür, dass du nicht länger den Vorsitz von Landstein Enterprises führst. Das wird gar nicht nötig sein. Dann holst du dir Hilfe? Das sagte ich doch bereits. Von einem richtigen Therapeuten? Meinetwegen sogar von der Frau, die du mir empfohlen hast. Frau Dr. Baumgartner? Wie auch immer. Ich rufe sie an. Du hast ihre Nummer noch? Selbstverständlich. Und gleich morgen mache ich einen Termin mit ihr aus. Sie ist gut auf ihrem Gebiet. Also red mit ihr, sie kann dir helfen. Das hoffe ich. So, ich glaube, ich habe an alles gedacht. Ach, du musst dir doch überhaupt keine Gedanken machen. Du bietest deinen Gästen ein ausgewogenes Programm. Das hoffe ich, Charlie. Sehr. Naja, einige Damen sind ja Mitglied meiner Herzstiftung. Und die anderen kann ich vielleicht dazu bewegen, die ein oder andere Spende locker zu machen. Du darfst nicht vergessen, dass wir durch unsere Präsenz in der Grandezza noch an Popularität gewonnen haben. Wie meinst du das jetzt? Ja, dann lies den Artikel endlich mal richtig. Da steht nicht nur, dass du ein erfolgversprechendes Startup-Unternehmen gegründet hast, sondern eben auch, dass du Vorsitzende der Herzstiftung bist. Ich meine, eine bessere Reklame kannst du dir doch gar nicht wünschen. Hallo? Stimmt. Kann das sein? Seitdem ich die zwei Hübschen aus der Grandezza in den schicken Dessous? Ja. Ja, da sind wir. Ja, sind wir. Bekomme ich ein Autogramm? Ist das Ihr Ernst? Klar. Ja, warum nicht? Hast du was zu schreiben? Ich nicht, ich bin ja joggen. Achso, ja, ich. Warte mal, ich habe einen Kajalstift. Kajal? Bett von Lahnstein. So, ja, und jetzt nicht mehr waschen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hallo. Helmke, halt dich fest. Entschuldige, Charlie, entschuldige. Elisabeth von Lahnstein? Frau von Detto. Oh, das ist aber schade. Ja, natürlich, da kann man nichts machen. Ja, Ihnen auch. Wiederhören. Noch eine Absage? Ja, schon die dritte. Klingt nach einer Verschwörung. Ich hoffe nicht. Nein, nein, sie hat noch eine andere Veranstaltung. Sie geht auf die Jagd und sie hat die Termine wohl verwechselt. Ja, sowas kommt vor. Nein, das ist Blödsinn. Die Jagd findet traditionell immer am gleichen Tag im Jahr statt. Das ist schon komisch. Ja, ein komischer Zufall. Na, ich hoffe es. Sag mal, was sagst du dir? Das geht doch nicht, oder? Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Dabei ist das so naheliegend. Was denn jetzt? Dass ich Designerin werde. Das ist doch auch die logische Konsequenz. Ich meine, wer versteht mehr von Mode als Models? Ehrlich gesagt, versteht so ziemlich jeder mehr von Mode als ein Model. Was willst du mir denn damit sagen, hm? Dass ich keinen Geschmack habe? Gefällt dir nicht, wie ich mich anziehe? Nein, aber nur wenn man gern gut isst, heißt das noch lange nicht, dass man ein guter Koch ist. Was soll das denn jetzt mit Mode zu tun haben? Das war ein Vergleich. Caro, warte mal. Ich würde gerne mit dir noch mal über deine Entwürfe reden. Wozu denn? Ist doch alles geklärt. Jedenfalls für Herrn Hellström. Aber nicht für dich. Wenn man zusammen was erarbeitet, dann weiß man am Ende manchmal nicht, wer welchen Input gegeben hat. So schwer ist das in dem Fall nicht. Weißt du, wie viele Models ihre eigenen Kollektionen rausgebracht haben? Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass die selber entwerfen. Die suchen maximal die Entwürfe aus.
Und warum steht dann Ihr Name unter der Kollektion? Schätzchen, aus demselben Grund wie bei dir, weil sich's besser verkauft. Giselle, ich zweifle doch nicht an, dass du weißt, was in ist und was nicht. Und sicherlich hast du Caro bei den Entwürfen auch wirklich gut geholfen. Aber Design, das ist ein Handwerk, das muss man lernen. Da geht's darum, wie die Stoffe fallen, wie die miteinander harmonieren, wie die ineinander übergehen. Ja, und das kann ich auch lernen. Caro lernt es doch auch. Aber es erfordert wirklich viel Geduld und Disziplin. Meinst du wirklich, dass du die aufbringen kannst? Ja. So schwer kann es nicht sein. Außerdem habe ich Caro. Die kann immer noch das mit dem Handwerk übernehmen und ich liefere die Ideen. Ja. Ehrlich gesagt sah es nicht so aus, als ob es eurer Zusammenarbeit so viel Zukunft gibt. Ich kenne Caro ein bisschen besser als du. Die kriegt sich schon wieder ein. Ja, das wäre auch gut, weil wenn sie die Entwürfe nicht überarbeitet, dann muss es irgendjemand anders tun. Ich zum Beispiel. Also eine Grundvoraussetzung, eine gute Designerin zu werden, hast du schon mal. Welche ist das? Ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Natürlich hat sie mir ein paar Hinweise gegeben, aber eben nur ein paar. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Dann werdet ihr meine Entwürfe nicht unter Giselles Namen veröffentlichen? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt. Aber Giselle ist nun mal unser Aushängeschild und im Gegensatz zu dir hat sie einen Namen. Und sie hat die Entwürfe sehr gut präsentiert. Ihr wollt sie mir wirklich wegnehmen? Wegnehmen? Aber sie bleiben doch deine Entwürfe, was nur niemand wissen darf. Aber du weißt es und das ist doch das Wichtigste. Ich meine, welche Designassistentin kann schon ihre eigenen Entwürfe auf dem Laufsteg sehen? Caro, denk noch mal drüber nach. Weiter in den Produktionsräumen um. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich gerne an mich wenden. Danke für deine Hilfe, Marlene. Gerne. Und sag Bescheid, wenn ich noch irgendwas für euch tun kann. Das ist doch bisher gut gelaufen. Ach, ich weiß nicht. Die Atmosphäre ist so ein bisschen steif. Nee, an dir kann es nicht gelegen haben. Ja, und es sind doch weniger gekommen, als ich erwartet habe. Haben denn noch welche abgesagt? Ja, 7 Gäste. Und alle kurzfristig. Mhm. Aber da kommt noch eine. Ach ja, ich muss mit Marlene noch sprechen. Frau von Ittersagen. Gräfin Neunstein. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich bitte Sie, meine Verspätung zu entschuldigen. Aber ich bitte Sie. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wie ich sehe, sind nicht alle Stiftungsmitglieder erschienen? Ja, es hat leider kurzfristig ein paar Absagen gegeben, aber das ist ja kein Wunder bei dem Wetter. Und das wird wohl nicht am Klima liegen, Gräfin Neunstein. Sie können sich doch wohl denken, warum einige der Damen sich entschlossen haben, der diesjährigen Veranstaltung fernzubleiben. Ehrlich gesagt, nein. Aber Ihnen ist doch bekannt, dass in der Grandezza ein mehrere Seiten langer Bericht über Sie erschienen ist, mit etlichen Abbildungen. Ja, das ist mir bekannt. Nun, es gab zwischen den Stiftungsmitgliedern einige Irritationen darüber, solch obszöne Bilder ihrer Vorsitzenden in Reizwäsche zu sehen. Wäre ich im Vorstand der Herzstiftung gewesen, hätte es so etwas nicht gegeben. Hast du einen Kaffee für mich? Was denn passiert? Sag mal, war Giselle eigentlich schon immer so egozentrisch? Willst du eine ehrliche Antwort? Warum habe ich das früher nie gesehen? Weil du es nicht sehen wolltest? Dass sie jetzt mit dem Mann zusammen ist, in den ich mich verliebt habe, geschenkt. Schließlich waren die früher auch schon ein Paar. Aber jetzt will ich mich voll auf meinen beruflichen Traum konzentrieren, nämlich das Design. Und was macht Giselle? Sie überholt mich schon wieder. Als Model? Nein, als Designerin. Sie wird demnächst bei LCL ihre erste eigene Kollektion rausbringen. Ach. Versteht sie denn überhaupt was davon? Genug, um meine Entwürfe so zu repräsentieren, dass Hellström und Rebecca sie unter ihrem Namen veröffentlichen wollen. Ja. Und wahrscheinlich denkt Giselle auch noch, dass sie das alles selbst kreiert hat, oder? Besonders lustig finde ich das ehrlich gesagt nicht. Entschuldigung. Aber im Grunde genommen macht Giselle doch nur, was sie immer gemacht hat. Du hast ihr den Weg geebnet und sie hat sich auf dich verlassen. So habt ihr schon als Kinder funktioniert, weißt du noch? Wie du ihr immer bei deinen Hausaufgaben geholfen hast? Geholfen ist gut. Ich habe sie abschreiben lassen. Ja, und Giselle hat dafür die guten Noten kassiert. Aber das jetzt ist was ganz anderes. Warum? Weil das mein Traum ist. Weil das ist, was ich will.
Für mich ganz alleine. Naja, dann lass es dir auch nicht wegnehmen. Ich muss los. Was soll das ja eigentlich werden? Na, Rebecca hat doch gesagt, dass die Entwürfe noch mal bearbeitet werden müssen. Und das willst du jetzt selber machen, oder was? Warum denn nicht? Ehrlich gesagt, versteht deine Schwester ein bisschen mehr davon, wie man Entwürfe zeichnet, als du. Erstens habe ich zugeguckt. Und zweitens? Zweitens geht es um das große Ganze. Das große Ganze? Ja, um die Idee, die dahinter steckt. Um das Kreative. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Halt es mal klemmt. Viel Erfolg. Tschüss. Schau mal, kann ich den Vertrag so an Sandberg schicken? Ja, sieht gut aus. Ja, ja, aber warte doch mal. Da war ich mir nicht sicher, ob ich das vielleicht rausstreichen soll. Ja, wenn du der Meinung bist, das soll raus, dann mach das raus. Ja, aber das weiß ich doch eben nicht. Lass es drin, okay? Okay. Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin noch ein bisschen spät dran. Die Jagd fängt gleich an. Was? Ich wusste gar nicht, dass du da hingehst. Na klar. Ein Ziel anvisieren, im Auge behalten, verfolgen, zur Strecke bringen. Es gibt nichts Befriedigenderes. Oh, dann kann ich mir das Klopfen ja sparen. Ja, wenn Sie zu mir wollen, sowieso. Ich muss gerade los. Wieso? Ich dachte, der Termin findet hier statt. Welcher Termin? Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Baumgärtner. Dr. Irene Baumgärtner. Ach, der Termin. Ja, Kim, ganz hervorragende Arbeit. Ich schicke das so raus. Weiter so. Hören Sie, ich habe keinen Termin mit Ihnen vereinbart. Ihr Cousin hat das für Sie arrangiert. Mein Cousin? Er macht sich anscheinend große Sorgen um Sie. Anscheinend. Ganz unberechtigt natürlich. Hören Sie, ich kläre das mal gerade. Ansgar. Hör mal, bei mir steht eine Frau Dr. Irene Baumgärtner und sagt, sie hätte einen Termin mit mir. Das ist richtig. Du hattest ja schon zugestimmt, dass du sie treffen willst. Also habe ich mir gedacht, ich mache den Termin gleich für dich fest. Oh, wie überaus zuvorkommt von dir. Ganz offensichtlich hast du nur vergessen, dass ich an einer Jagd teilnehme. Kein Problem. Ich habe dich bereits entschuldigt. Es spricht also nichts dagegen, dass du dich mit Frau Dr. Baumgärtner unterhältst. Ich bin sicher, sie kann dir helfen. Ja, du mich auch. Wann haben wir also jetzt einen Termin? Obszön? Sie hat nicht wirklich obszön gesagt. Doch, genau das waren ihre Worte. Ah, offenbar findet sie und anderen Damen wohl auch die Fotos von uns anstößig. Also du hast ja nun wirklich einen Körper, der sich sehen lassen kann, auf den du stolz sein kannst. Außerdem warst du ja nicht nackt. In deren Augen wohl schon. Die sind der Meinung, für eine Frau wie mich würde es sich nicht gehören, sich öffentlich in Reizwäsche zu zeigen. Oh, hast du den Damen nicht gesagt, dass wir keine Reizwäsche produzieren, sondern edle Dessous? Wenn dir das sagen, ist das kein großer Unterschied. Dann musst du sie erklären. Das hab ich gemacht, Schau. Sie stellt sogar in Frage, ob ich für das Amt der Stiftungsvorsitzenden überhaupt tragbar bin. Ach so. Daher weht der Wind. Mhm. Die Zicke ist scharf auf deinen Posten. Dieser Trick ist ja nun wirklich so alt wie die Menschheit.
will dir am Zeug flicken. Und ich habe Schuld, weil ich dich dazu überredet habe, mit mir zusammen für unsere Dessous zu modeln. Nein, 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 Charlie, das war ganz allein meine Entscheidung und ich stehe dazu. Wenn diese Zicke ihre falschen Fingernägel nach meinem Posten ausstreckt, dann soll die sich mal ganz warm anziehen. Naja, was willst du tun? Es gibt noch einen Trick, der so alt ist wie die Menschheit. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir würden das nächste Event ganz gerne in den Räumlichkeiten machen. Die Frage ist, passt das von der Größe her und vom Licht her? Ich denke mal drüber nach. Bis nächste Woche? Das schaffe ich nicht. Glauben Sie wirklich, dass Giselle eine Designerin ist? Oder behaupten Sie das nur, weil sie zufällig Ihre Freundin ist? Ich habe das nie behauptet. Ehrlich gesagt traue ich Giselle nicht allzu viel Talent zu. Aber sie hat eine Eigenschaft, die für eine Designerin sehr wichtig ist. Und das ist Mut. Wenn Ihre Schwester hier nicht mit den Entwürfen angerückt wäre, dann wären die garantiert in irgendeiner Schublade gelandet. Ich war mir eben nicht sicher, ob die gut sind. Sehen Sie, Giselle aber schon. Sie hat ein Gespür dafür, was gut ist und was nicht. Und deswegen, finde ich, hat sie eine Chance verdient. Und sie hat einen großen Namen, im Gegensatz zu mir. Ach Gott. Schulz, so läuft das Business nun mal. Wir verkaufen nicht bloß Kleider, sondern auch eine Marke. Und ohne einen bekannten Namen ist die nichts wert. Irgendwie muss man noch mal den Anfang machen. Ja, ein Anfang wäre schon mal, dass sie sich etwas zutrauen. Stehen Sie doch mal hinter Ihren Entwürfen. Dann haben Sie sich Ihren Namen auch verdient. Ich habe auch jetzt schon verdient, dass mein Name zumindest erwähnt wird. Dann wollen Sie aus dem Projekt aussteigen und auf diese Chance verzichten. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe großen Respekt vor Leuten, die keine Kompromisse machen. Aber alleine wären Sie niemals so weit gekommen. Die Frage ist also, ob Sie mit diesem Kompromiss nicht besser leben können. Sagen Sie, wie lange dauert noch mal so eine Therapiesitzung bei Ihnen? In der Regel 45 Minuten. Aber für ein Erstgespräch nehme ich mir 90 Minuten Zeit. Hören Sie, warum sparen wir uns das nicht alles? Ich zahle Ihnen Ihre 90 Minuten. Sie sagen meinem Cousin, dass wir uns sehr angeregt unterhalten hätten und dass Sie der Meinung sind, ich brauche keine Therapie. Hm? Sind Sie denn der Meinung, dass Sie keine Therapie brauchen? Ja, natürlich, sonst würde ich es ja nicht vorschlagen. Und was glauben Sie, warum möchte Ihr Cousin, dass wir uns unterhalten? Mein Cousin glaubt, dass ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Warum sollte er das glauben? Weil ich Zeuge und Opfer eines Gewaltverbrechens geworden bin und weil ich die Frau, die für all das verantwortlich ist und die nach wie vor eine Bedrohung für mich und meine Familie darstellt, gern hinter Gittern sehen möchte. Sie reden von Alexa Berg. Ja, richtig. Mein Cousin ist der Meinung, dass ich besessen bin von der Idee, mich an ihr zu rächen. Sind Sie das? Natürlich nicht. Hören Sie, ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Verraten Sie es mir. Sie denken, dass ich mit dem, was passiert ist, nicht zurechtkomme. Dass ich mich schwach und hilflos gefühlt habe. Dass ich mich als Opfer sehe. Richtig? Ich glaube, Sie sind ein Mann, der die Liebe seines Lebens hat sterben sehen, ohne in der Lage zu sein, ihr helfen zu können. Und ich glaube, dass mit dem Tod Ihrer Verlobten all Ihre Träume, Ihre Pläne, Ihre gesamte Zukunft mit einem Schlag aufgehört haben zu existieren. Ihnen ist der Sinn abhanden gekommen. Und genau dieses Loch versuchen Sie jetzt zwanghaft zu füllen. Und zwar mit Ihrer Suche nach Alexa Berg. Soll ich weiterreden? Sie möchten aktiv sein, ohne in ohnmächtige Lethargie zu verfallen. Weil Sie Angst haben, dass Ihnen dann bewusst wird, was Sie alles verloren haben. Und Sie haben Angst vor dem, was dann kommt. So. Meinen Sie? Und bei allem, was Sie bisher über sich gesagt haben, haben Sie mit keinem Wort Ihre Verlobte erwähnt. Sie haben mir noch nicht einmal Ihren Namen genannt. Eva. Ihr Name war Eva. Meine Damen, Sie bleiben bitte hier. Darf ich noch einmal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Bevor wir uns zum Brunch ins Schneiders begeben, gibt es eine kleine Programmänderung. Wie Sie offensichtlich alle wissen, sind in der aktuellen Granditza
Fotos unserer Werbekampagne erschienen. Es handelt sich dabei um ein exklusives Dessous-Label, das Gräfin Elisabeth von Lahnstein und ich gegründet haben. Das ist uns allen hinlänglich bekannt. Ja, aber nicht bekannt scheint Ihnen zu sein, dass es sich dabei nicht um billige Reizwäsche aus einem beliebigen Katalog handelt, sondern um hochpreisige Dessous für die Frau ab 40. Und damit Sie sich ein besseres Bild machen können, möchten wir Ihnen gerne einige unserer Modelle zeigen. Bitte schön. Also ich glaube, es ist in unser aller Interesse, wenn ich die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt unterbreche. Aber bitte schauen Sie sich doch die Wäsche an, die zu so viel Irritation geführt hat. Liebe Frau Schneider, bitte lassen Sie uns dieses Niveau der Veranstaltung nicht zu einer zwielichtigen Verkaufspräsentation verkommen. Die Damen sollen ja nichts kaufen. Wir wollen ihnen lediglich die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu revidieren. Besten Dank. Aber ich glaube, niemand von uns hier hat Interesse, sich Reizwäsche anzusehen. Wissen Sie, was ich glaube? Danke, Charlie. Dankeschön. Gegen Dummheit kämpfen Götter selbstvergebens. Das weißt du doch. Gut, dann lassen wir das und begeben uns nun zum Brunch ins Schneiders. Bitte schön. Gräfin, ich hoffe, Sie rechnen bei der nächsten Wahl zum Stiftungsvorsitz nicht mehr mit meiner Stimme. Und Sie nehmen mit meiner. Welche Assoziationen haben Sie, wenn Sie an Ihre Verlobte, wenn Sie an Eva denken? Eva hat alles verändert. Alles, was mir vorher wichtig war, war plötzlich egal. Bei ihr war ich nicht reich und adelig. Ich war einfach ich selbst. Ansgar. Und wie ist diese Ansgar? Verliebt. Verliebt in Eva und in das Leben mit ihr. An ihrer Seite war alles möglich. Es war, als ob ich etwas wiedergefunden hätte, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es verloren hatte. Und wie würden Sie dieses Gefühl beschreiben? Freiheit. Mit Eva habe ich mich frei gefühlt. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Fühlen Sie sich heute immer noch frei? Wie sollte ich? Genau das können wir vielleicht zusammen herausfinden. Ach, für heute ist unsere Stunde leider vorbei. Und, wie sieht's aus? Geben Sie uns eine Chance? Ja, meinetwegen. Gut, dann sollten wir einen neuen Termin vereinbaren. Ich müsste aber vorher einmal Ihr Bad benutzen, bitte. Ja, natürlich. Dadurch die dritte Tür. Lassen Sie sich schmecken. Ich könnte jetzt was Kräftiges vertragen. Aber Frau Gräfin, ist es dafür nicht noch ein bisschen zu früh? Oh. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Du hast recht. Wer sich halbnackt in Reizwäsche ablichten lässt, der kann auch vormittag einen Grappa trinken. John, zwei Grappa, ja? Sehr gerne. Hallo. Frau Schumann. Hallo. Bereiten Sie gerade ein neues Shooting vor? Ich war in der Gegend und dachte, ich frage mal, ob meine Bestellung schon angekommen ist. Ja, ich schaue mal nach. Frau Schumann, darf ich Sie was fragen? Ja, klar. Sind Sie auch der Meinung, dass wir Reizwäsche anbieten? Reizwäsche? Nee, das klingt zu billig. Die Damen da hinten sind aber dieser Meinung. So, es ist tatsächlich da, was Sie bei unserer Präsentation geordert haben. Die Reizwäsche. Ich finde diese Dessous sehr elegant und wunderschön zu tragen. Ja, das machen Sie den Damen da hinten mal klar. Sehr gerne.
Schwesterchen, komm, ich helfe dir. Danke, ich kann das alleine. Mann, Caro, jetzt lass mich dir doch helfen. Ich kann das alleine. Bist du immer noch sauer? Was denkst du denn? Okay, ich geb's zu. Du bist die Kreativere von uns beiden. Ich könnte nie sowas entwerfen wie du. Du bist das Hirn, ich bin der Körper. Hm? Lassen wir es dabei. Und jetzt, wo wir das geklärt haben, sollten wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Was meinst du? Na du, ich kann die Änderungen nicht alleine machen. Ich brauch dich. Soll das etwa heißen, du willst immer noch Designerin werden? Wir beide werden Designerin. Mann, du hast meine Ideen doch sofort verstanden und so perfekt zu Papier gebracht. Wir zwei zusammen, wir sind ein unschlagbares Team, das waren wir immer schon. Hm? Naja, so ganz ausgeglichen war das bei uns nie. Sag ich doch, wir ergänzen uns perfekt. Jetzt komm, Caro, das ist für dich auch eine super Chance, wenn diese Entwürfe realisiert werden. Ich würde vorschlagen, dass wir unseren nächsten Termin dann recht zeitnah machen. Woher haben Sie das? Stimmt das, was da steht? Dann war Eva schwanger. Wieso wusste ich nichts davon? Und woher haben Sie diese Informationen? Ihr Cousin hat mir einige Informationen zukommen lassen, damit ich mir ein besseres Bild machen kann. Sebastian wusste davon. Wenn Sie darüber reden möchten. Ich verschiebe sofort meinen Anschlusstermin. Nein, nein. Das ist schon gut. Ich komme klar. Ich melde mich dann wegen eines neuen Termins bei Ihnen. Sind Sie sicher? Ja. Ich höre von Ihnen. Entschuldigung, das tut mir leid. Oh, schauen Sie, was Sie angerichtet haben. Das ist jetzt so besonders hilfreich, war, ich weiß nicht. Also, wenn man das gleich auswäscht, dann bleibt nichts zurück. Nehmen Sie die Finger von mir. Nein, ich bestehe darauf, dass ich das Malheur gleich wieder ausbügle. Kommen Sie, bitte. Bitte. Nicht anfassen. Ja. Das ist so ein Pech. Also, mir hat es schon geholfen. Giselle hat mir gerade erzählt, dass ihr zusammenarbeiten wollt. Das freut mich. Mich auch. Ja, ich habe ihr schon erzählt, was ich mir so vorstelle. Und das gibt sie dir dann weiter. Und du kannst dann die Änderungen an den Entwürfen machen. Tut mir leid. Das sind meine Entwürfe. Entweder ich mache das alleine oder ich mache das gar nicht. Und ich weiß, dass ich es alleine kann. Frau Schumanns Plan war. Jetzt ist die Laune der Ittershagen völlig im Keller. Na, hoffentlich. Ich meine, was sie sich geleistet hat, das war doch eine absolute Frechheit. Nur weil sie scharf auf deinen Posten ist. Oh, sie kommt.
alles in Ordnung, Frau von Ittershagen. Die Kosten für die Reinigung übernehmen selbstverständlich wir. Nicht nötig. Frau Schumann war so nett, mir auszuhelfen. Aber das ist doch ein wirklich edles Oberteil. Wenn Sie so etwas in Ihrer Kollektion hätten. Aber diese Reizwäsche, das muss doch nicht sein. Also, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Teil aus unserer Kollektion. Wir nennen es allerdings Corsage. Wenn Sie vielleicht noch mal in der Grandezza nachblättern wollen, dann werden Sie feststellen, dass dort das gleiche Teil zu sehen ist. Steht Ihnen übrigens ausgezeichnet. Ja, Sie sehen reizend aus. Das ist ein Teil Ihrer Kollektion? Ich habe mir 2 Stück davon gekauft. Dann fürchte ich, muss ich mich bei Ihnen beiden entschuldigen. Ich habe wohl etwas vorschnell geurteilt. Wir lieben uns. Wir fangen ganz neu an, weit weg von hier. Alles andere interessiert doch nicht mehr. Ich lebe. Es geht uns gut. Bitte, vergiss Berg. Was? Soll ich so an Evas Grab stehen? Von wem sind die denn? Also von Rebecca nicht, das sieht man. Nein, die sind von mir. Echt? Wow. Finde ich gut. Findest du? Ja, finde ich. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Ja, gerne. Dankeschön. Ich habe mich übrigens entschieden, Ihnen bei der nächsten Vorstandswahl wieder meine Stimme zu geben. Danke. Und ich würde Ihnen gerne noch einen zweiten Check ausstellen. Ach ja? Wenn Sie mir dafür 2 dieser Corsagen zur Seite legen könnten. Frau von Ittershagen, ich schenke sie Ihnen. Die Werbung, die Sie für uns gemacht haben, die ist unbezahlbar. Hm. Hörst du hier was? Ah, danke. Ich fürchte, bei mir ist heute Hopfen und Malz verloren. Sebastian? Ansgar! Du hast es die ganze Zeit gewusst, stimmt's? Du wusstest, dass Eva schwanger ist, richtig? Bist du wahnsinnig geworden? Nämliches Arschloch!